Herr Mölkau, guten Tag. Bitte nach vorne nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugen natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ja. Sie heißen Nils Mölkau, 22 Jahre alt, wohnen in Bremerhaven. Sie sind ledig, Kfz-Mechaniker, verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nee, ich bin nur der Freund von der Jenny. Ja, und Sie wissen, der Angeklagten wird vorgeworfen, sie soll gemeinsam mit ihrem Ehemann, also mit Jennys Vater, unter Vortäuschung des Todes von Herrn Berln seine Lebensversicherungssumme kassiert haben. Ja. Ja. Hat er Ihre Freundin, also den Herrn Heiko Berl, nach seinem Segelunfall noch mal gesehen? Ja, der stand auf einmal bei uns vorm Fenster. Vor dem Fenster, sagen Sie? Vor welchem Fenster denn? Vor dem Wohnzimmerfenster. Küchenfenster? Ah, ja, richtig, Küchenfenster, ja. Frau Berl, jetzt hören Sie sofort auf, hier den Zeugen zu beeinflussen, ja? Wie spät war es denn da? Ja, so gegen 10. Seltsam. Wissen Sie warum? Nein. Weil die Jennifer vorhin gerade gesagt hat, als der Herr Berl vor dem Fenster stand, da seien Sie gar nicht zu Hause gewesen, da seien Sie beim Billardspielen gewesen. Ja, stimmt. Ja, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Jenny hat es mir erzählt, dass er da war. Aber ich habe ihn ein paar Tage später auf der Straße gesehen. Erzählen Sie doch bitte die oder von der Begegnung mit dem angeblich Verstorbenen, mit dem Herrn Berlen. Ja, das war schon seltsam. Also, ich habe ja mal geglaubt, er sei tot. Aber Jenny hat felsenfest behauptet auf einmal, der würde leben. Und ja, nachts bin ich dann einmal mit runtergegangen und es hat gestimmt. Also da war dieser Läufer, dieser Jogger. Was genau haben Sie denn von dem Mann eigentlich gesehen? Ja, also von der Größe her war das schon Jennys Vater. Ist das alles? Ja, das Gesicht konnten wir nicht genau sehen. Der hatte eine Kapuze auf. Ja, wieso wissen Sie denn, dass es Heiko Berlin war? Ja, Jenny hat ja mit ihm gesprochen. Und, was haben die beiden gesprochen? Keine Ahnung, irgendwie Jenny hat gefragt oder gesagt, hallo Papa, und er hat darauf geantwortet, hallo Jenny. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Also, sehr überzeugend klingt das alles nicht für mich. Ehrlich gesagt bezweifle ich, ob Sie überhaupt bei diesem Gespräch mit dabei waren. Natürlich war ich mit dabei, ich war ja mit ihr draußen. Nur sie hat mit ihm gesprochen. Es geht hier um einiges. Und Sie müssen die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist auch nur das, was Sie wirklich selbst wahrgenommen haben, oder? Okay. Sonst kriegen Sie selbst richtig große Probleme. Also, ich habe diesen Jogger gesehen. Was heißt ihn? Also den Schatten habe ich gesehen. Es war stockdunkel draußen. Ich hab auch niemals geglaubt, dass es Jennys Vater war. Deswegen bin ich auch direkt schon wieder Richtung Haus gegangen. Du standst mit ihm alleine draußen und du hast mit ihm gesprochen. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr geredet habt. Aber du hast doch gesagt, du hattest ihn trotzdem noch gehört. Ich wollte, dass du einfach mal Ruhe gibst. Du hast mir was vorgespielt, damit ich Ruhe gebe? Dann hast du mir gar nicht geglaubt? Jenny, es tut mir leid, aber was soll ich denn machen? Auf einmal wird alles größer mit Polizei, Gericht. Aber jetzt wegen der Falschaussage im Knast zu landen, kein Bock. Entschuldigung, Gott. Holt? Ja? Aha. Und hat er irgendwelche Ausweispapiere bei sich? Verstehe. Und ist er vernehmungsfähig? Hm. Ja gut, wenn die Ärzte keinerlei Bedenken haben. Ja, gut. Veranlassen Sie bitte, dass er zu uns hierher ins Gericht gebracht wird. Ja? Dankeschön. Das war die Polizeiwache in Buxtehude. Und dort ist ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert worden, der behauptet, dass er Heiko Berlen heiße. Was? Man hat ihn fast bewusstlos in einen Müllcontainer gefunden. Oh mein Gott! Also er ist medizinisch versorgt worden und hat dann allerdings die Klinikmitarbeiter so lange genervt damit, dass er unbedingt ganz schnell zu Gericht müsse, um eine Aussage zu machen, bis die dann die Polizei gerufen haben. Ja, konnte denn festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um Heiko Berlen handelt? Also Ausweispapiere hat er keine bei sich, das wird jetzt im Moment erst überprüft. Ich möchte zu ihm! Der Mann wird hierher gebracht, Frau Berlen. Also Frau Berlen, wenn es gut läuft, dann ist Ihr Mann wieder unter den Lebenden. Aber Sie scheinen sich gar nicht so sicher zu sein, ob Sie sich jetzt freuen sollen, ob Sie sich nicht freuen sollen. Deutlich das richtig? Bitte Sie, Herr Staatsanwalt, können Sie mal ein bisschen Anstand zeigen. Meine Mandantin hält Ihren Mann seit über einem Jahr für tot. Und jetzt ist diese Nachricht für Sie einfach ein Schock, wenn auch ein positiver. Also Sie sollten beide mal keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es steht ja noch gar nicht fest, ob dieser Mann wirklich Heiko Berlen ist. Ich würde vorschlagen, nachdem keine weiteren Zeugen hier geladen sind, dass wir jetzt einfach mal abwarten, bis der Mann hierher gebracht ist. Ja. Und so lange auch die Hauptverhandlung unterbrechen. Doch jemand fragen an den Zeugen Mölkau. Keine. Herr Mölkau, dann bleiben Sie unvereidigt, sind entlassen. Und es ergeht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 90 Minuten. So, wir sprechen uns jetzt. Wie das sein kann, das fragst du mich? Ich meine, das ist doch dein Mann. Und wenn hier jemand überhaupt Fragen hat, dann bin es ja wohl ich. Ja, aber was passiert denn jetzt? Was jetzt passiert? Ich bin raus aus der Sache. Ein für alle Mal. Das kannst du doch nicht machen. Was ist denn mit der Spedition und dem Geld?
unterbrochene Hauptverhandlung gegen Kirsten Berlin wegen Verdachts des Betrugs in besonders schwerem Fall wird hier mit fortgesetzt. Der Herr Aucht hat kein Interesse mehr, wie es hier weitergeht? Hm? Nein, er hat noch Termine. Gut, er ist als Zeuge entlassen. Es steht im Feuer, ob er weiter da bleibt oder nicht. Dann hören wir uns mal den Zeugen an, der behauptet, Heiko Berlin zu sein. Was ist der Herr Berlin? Heiko, du lebst! Wo warst du denn? Ich dachte, du bist tot! So fühle ich mich auch. Jenny, es tut mir leid. Jetzt kommen Sie mal zurück. Herr Berlin, jetzt kommen Sie mal nach vorne. Also, einen Personalausweis haben Sie ja nicht dabei, das ist mir schon gesagt worden. Aber Ihre Frau, Ihre Tochter, die Nachbarin haben Sie alle erkannt. Ich glaube, das mit der Identifizierung können wir damit mal als erledigt hinnehmen. Hm? So, Herr Berlin. Ich muss jetzt mal bitten, Sie sollen hier als Zeuge aussagen. Als Zeuge müssen Sie vor Gericht die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie schon mal, 55 StPO. Sie können auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie entweder sich selbst oder Ihre Ehefrau vielleicht einer Straftat belasten würden damit. Und dann belege ich Sie gleich noch, Sie sind der Ehemann der Angeklagten, damit haben Sie ein Zeugungsverweigerungsrecht. Sie können auch einfach sagen, ich sage sowieso gar nichts. Ich will aussagen. Sie wollen aussagen. Gut, dann lassen Sie uns mal zu Ihrem Personalien kommen. Also, soweit ich informiert bin, verbessern Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Heißen Sie Heiko Berl, sind 42 Jahre alt. Wo wohnen Sie denn zurzeit? Nirgendwo. Also ohne festen Wohnsitz, oder? Ja. Familienstand ist verheiratet. Ja. Sie sind eigentlich Dachdeckermeister. Was machen Sie zurzeit? Nichts. Gar nichts. Und Ehemann der Angeklagten haben wir schon. Jetzt wird Ihrer Ehefrau ein Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen, den sie mit Ihnen gemeinsam begangen haben soll. Mhm. Was ist Ihnen da jetzt passiert? Hm? Das kann Ihnen wahrscheinlich meine Frau besser sagen. Was? Wieso ich? Dann denken wir an deinen Lover. Von wem sprechen Sie da? Von dem Lover von meiner Frau. Der hat mich letzte Nacht zusammengeschlagen und hat mich mit dem Truck, den meine Frau gekauft hat, von meinem Geld, hat er mich in die Nähe von Buxtehude gefahren und dann irgendwo in einen Mülleimer geschmissen. In Müllcontainer, oder? Ja, genau. Und wer hat Sie da gefunden? Ja, die Müllmänner. Die haben den angehoben und da kam ich wieder zu mir. Und warum soll der Johnny auch das getan haben? Hat ihn wahrscheinlich gestört, dass ich wieder aufgetaucht bin. Wann sind Sie denn wieder aufgetaucht? Vor ein paar Tagen. Ich habe mich umgesehen, mal geguckt, was so abgeht ohne mich. Und dann habe ich ihnen einen Besuch abgestattet. Er hatte richtige Angst in den Augen. Ich habe ihm gesagt, das wird nichts mit der Frau und mit dem ganzen Geld. Und da hat er gedacht, na, einer, der tot ist, den vermisst man doch gar nicht. Heiko, du musst mir glauben, ich habe davon nichts gewusst. Tja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Herr auch gerade auf der Flucht ist mit seinem Truck. Ne? Ist schon auffallend, dass er in der Verhandlungspause eben mal verschwunden ist. Wenn ich da ganz kurz telefonieren dürfte, der Vorsitzende, damit nach ihm gefahren wird. Das halte ich auch für sinnvoll. Vielleicht auch nach dem Tag, der ist ja doch auffällig. Genau, danke. Lukas, ja. Ich bitte eine Verhandlung nach einem Johann Aucht zu veranlassen. Johann mit Doppel-N, ja. Der war mit einem Motorradhelm hier. Ich nehme also mal an, dass ein Motorrad auf ihn zugelassen sein müsste. Außerdem ist ein Truck auf ihn zugelassen. Nach den Fahrzeugen bitte auch gleich fahren, ja? Dankeschön. So, Herr Berl, und jetzt zu Ihnen. Seit einem Segelunfall vom 10.09.2007 gelten Sie als tot. Ja. Sind Sie offensichtlich nicht? Gab es denn überhaupt so einen Unfall? Nein, es gab nicht diesen Unfall. Das ist inszeniert von mir. Ich habe mir die Hand aufgeschnitten und habe auf dem Deck, auf dem Boot und am Mast Blut geschmiert. Sollte aussehen, dass ich da irgendwie mit dem Kopf gegengeschlagen bin. Ich galt ja als ertrunken. Und ich bin über die Reling gesprungen und dann ans Ufer geschwommen. Und da habe ich mich versteckt, bis es dunkel wurde. Und dann habe ich mich abgesetzt. Ich hatte keine Ziele. Ich bin einfach los. Und als ich Hunger gehabt hatte, habe ich ein bisschen gearbeitet und habe von der Hand in den Mund gelebt. Wo haben Sie sich da versteckt, nachdem Sie an Land geschwommen sind? Ich kann es gar nicht mal genau mehr sagen, aber da war so ein Gestrüpp. Da bin ich, glaube ich, rein. Ja, aber ich meine, dieser ganze Aufwand, das ist ja alles nicht schön, was Sie da berichten. Was sollte dann dieser vorgetäuschte Tod, wo doch eigentlich diese große Geldsumme eingeheimst werden sollte, wenn ich dann so ein Ergebnis da letztlich höre? Ich wollte einfach aussteigen. Ich wollte nochmal neu anfangen. Wusste denn Ihre Frau von diesem Plan? Herr Berlin, haben Sie die Frage verstanden? Sie sehen uns alle hier ein bisschen skeptisch, Herr Berlin. Vielleicht fangen wir es mal anders an. Versuchen es mal anders. Nicht, dass wir Sie ins offene Messer laufen lassen hier, weil Sie vielleicht gar nicht wissen, was wir schon alles wissen. Schauen Sie mal, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind erst vor ein paar Tagen wieder aufgetaucht. Jetzt hat die Polizei bereits im September bei einer Durchsuchung bei Ihnen zu Hause, also in der Wohnung Ihrer Frau, eine Kaffeetasse mit Speichelspuren von Ihnen gefunden. Können Sie das erklären? Ich kann nicht mehr.
Das spielt doch jetzt auch gar keine Rolle mehr. Wir zahlen das Geld einfach zurück. Und Hauptsache ist doch, dass Heiko lebt. So einfach ist das nicht. Ihnen wird ein Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Ich möchte einfach nur zurück in meinem Leben. Einfach zurück. Scheißegal, ob ich dafür in den Knast gehe. Scheißegal. Überleg so wie ich doch, das letzte... was du sagst. Wieso denn? Ja, ich habe doch sowieso alles verloren. Ja? Du solltest das doch alles organisieren. Mit der Reise oder mit der Brasilien, mit den Tickets. Und jetzt? Jetzt lernst du irgendwie einen anderen Typen kennen. Ja? Und schickst mich dann irgendwo ins Jenseits. Ich wollte doch nicht, dass Johnny dir was antut. Verbannen, das sind wir doch bei der Frage überhaupt. Wussten Sie, dass Ihr Mann noch am Leben ist? Ich? Nein, erst vor 2 Tagen. Hör doch endlich auf damit! Was soll denn das? Das hat doch hier alles gar keinen Sinn mehr. Meine Güte nochmal, diese ganzen Ausreden, die wir vorwegschieben, dann dieses Versteckspiel. Ich hab da einfach keinen Bock mehr drauf. Ende aus! Herr Richter, ich möchte ein Geständnis ablegen. Dann erzählen Sie jetzt mal. Okay, ja, das stimmt. Meine Frau und ich, wir haben das alles geplant gehabt mit der Lebensversicherung. Mir ging es schlecht, wir haben kein Geld mehr gehabt. Das klappte vorne und hinten nicht mehr. Aber das war dann das letzte, die Möglichkeit mit der Lebensversicherung, dachten wir. Naja, aber um an die Versicherungssumme ranzukommen, mussten Sie sterben, Herr Berlen. Ja, genau. So, das war aber genauso, wie ich vorhin erzählt habe mit dem Segelunfall. Nur meine Frau war dann eben am Ufer mit dem Fahrzeug. Und dann bin ich im Kofferraum und dann sind wir nach Hause gefahren. Und da habe ich mich versteckt. Sie haben sich über ein Jahr lang im Haus versteckt gehalten? Ja. Es ist in den 8 Quadratmeter Kellerraum. Das war eigentlich die Hölle. Und bin dann irgendwann verrückt geworden da drin und bin in die Mansarde umgezogen. Das war alles so einfach, dachten wir. Versorgt wurden Sie von Ihrer Frau? Ja, mal mehr und mal weniger. Zuerst ging es einigermaßen gut, aber die Abstände wurden dann immer unregelmäßiger. Tja. Und mir ging es von Tag zu Tag dreckiger und schlechter. Und dann fingen sie auch an, irgendwann sich zu schminken. Also zu schminken. Sie braucht sich doch nicht zu schminken, um mir Essen zu bringen. Das habe ich doch überhaupt gar nicht erwartet. Hat sie früher ja auch nicht gemacht. Und hat sich aufgetakelt. Zuletzt war sie sogar noch über Nacht weg. Ja, aber ich konnte ja nicht hinterher. Ich konnte nichts machen. Mir ist doch einfach die Decke auf den Kopf gefallen. Ich musste einfach raus aus der Wohnung. Und du warst immer ekliger und egoistischer. Und hast es aber an mir ausgelassen. Ja, du hast ja recht. Natürlich habe ich auch einen Teil dazu beigetragen. Aber überleg doch mal. Ja, ich bin ja tot gewesen. Ich kam mir vor wie ein Tier in so einem Käfig, mit dem man das Essen dann unter der Tür schiebt. Soll man jetzt auch noch Mitleid mit dir haben, oder was? Ihr beide seid echt das Letzte. Ich möchte bitte gehen. Ja, bitte. Sie sind ja auch entlassen. Jederzeit. Jenny, geh bitte nicht. Bleib. Bleib bitte. Lass das bitte. Komm. Das habe ich für euch getan. Für dich, für Mama. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht. Ich habe irgendwann angefangen zu laufen, nachts. Um zu sehen, wie es dir geht. Ich habe dich gesehen, durchs Fenster. Es tat mir so weh, dich leiden zu sehen, wegen mir. Aber ich konnte nichts machen. Jenny, warte! Ich befürchte, mit dieser Reaktion Ihrer Tochter werden Sie erst mal leben müssen, Herr Berlen. Wie lange wollten Sie das ganze Versteckspiel denn noch durchziehen? Ja, wir wollten eigentlich gleich los. Das Geld wurde ja bereits schon im Juli ausgezahlt. So, und meine Frau sollte das ja alles soweit organisieren. Und was hat Sie dann daran gehindert, diese Pläne umzusetzen? Die hat das immer wieder nach vorne geschoben, immer wieder weiter weg. Da gab es immer irgendwelche Gründe. Ein Grund war zum Beispiel, dass der Typ, der uns die ganzen Papiere besorgen soll, abgesprungen ist. Oder die Frau in der Bank, die war misstrauisch, weil es eine größere Geldsumme ging. So, und zuletzt war das dann auch noch diese Agentur, die uns eigentlich irgendwie so eine Bleibe, so ein Haus in Brasilien organisieren sollte. Ja, das ist alles... Aber das war doch auch nicht so leicht für mich. Das musst du doch verstehen. Ach, hör doch auf. Dir ging's doch gut mit dem Lover. Nur ich war doch im Weg. Und welche Rolle hat Johnny Aucht bei dem ganzen Betrug gespielt? Das war irgendwann Mitte September. Ich war ungeduldig geworden, bin raus. Und da hat mich Jenny gesehen. Und ich war wahrscheinlich nicht mehr sicher dann da drin mit dem Versteck. Und da hatte meine Frau dann gesagt, dass ich jemanden kenne, der uns helfen wird. Wussten Sie denn, in welchem Verhältnis Ihre Frau zu dem Johnny Aucht steht? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber sie sagte mir eben, dass das ein Freund ist. Und er kriegt dann irgendwie eine Summe und alles andere wüsste er nicht. Das stimmt. Aber ich habe ihm erst von dir erzählt, als es eng wurde. Ja, natürlich. Ich musste ja dann mitgehen, ne, in die Garage von dem Johnny.
Ja, wieder ein kleines Loch rein, ohne Licht, dreckig. Monatelang war ich da drin. Und Sie haben die Garage nie verlassen? Nein, die Garage habe ich nicht verlassen gehabt. Nur letzte Nacht, da bin ich raus. Da bin ich zum Haus gegangen. Ja, sein Motorrad stand nicht vor der Tür. Es war dunkel, aber ein Fenster war auf Kipp. Ich konnte rein, hab mir ein Badewasser eingelassen. Ja, und dann habe ich dann Badeschaum dazu gegeben und... Und? Den habe ich dir irgendwann mal zum Hochzeitstag geschenkt. Weißt du noch? Was hat's denn auf sich mit dem Badeschaum? Das ist der Lieblingsschaum von meiner Frau gewesen. Habe ich gewusst, dass sie mich betrügt mit ihm. So war das nicht, Heiko. Glaub mir, ja, ich habe mich in Johnny verknallt. Aber du warst nur noch schlecht drauf. Ich wollte ihn ja verlassen. Ich wollte doch mit dir gehen. Ach ja? Mit was denn? Mit dem LKW, den du gekauft hast? Oh, schön auf die Flucht. Wie haben Sie denn von diesem Tag erfahren? Ja, ich war natürlich skeptisch geworden mit diesem Schaum und wollte das nochmal bestätigen. Und da habe ich dann im Haus weiter gesucht gehabt. Und dann habe ich im Büro einen Kaufvertrag gesehen. Der war unterschrieben von meiner Frau, bereits im Juli. Und das war bestimmt kein Schweigegeld. Und jetzt frage ich nochmal, wieso hat der Johnny auch Sie dann so zugerichtet? Er ist letzte Nacht nach Hause gekommen, da habe ich ihn nochmal zur Rede gestellt. Ich liebe meine Frau immer noch. Und bin total eifersüchtig gewesen. Ich habe gesagt, das mit seinem LKW, das kann er vergessen. Das werde ich alles dann dementsprechend klar machen. Tja. Und dann hat er mich angegriffen gehabt. Das mit den Müllcontainer, das kennen Sie ja dann schon. Wir haben uns doch geliebt, Heiko. Wie konnte das denn nur passieren zwischen uns? Ja, wir haben alles falsch gemacht. Das ist vielleicht eine gute Erkenntnis. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, keine Fragen. Bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte wieder mit nach hinten. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug der Angeklagten. Frau Kirsten Berlen ist bisher nicht vorbestraft. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Bundesrichter, Verteidiger Jennifer Berlen ist gerade weggelaufen. Wahrscheinlich die einzige richtige Reaktion. Heiko Berlen war weggelaufen. Dadurch kam überhaupt die Anklage hier zustande. Und Kirsten Berlen würde vielleicht gerne weglaufen. Nur dafür ist es jetzt zu spät. Die Anklage hat sich voll und ganz bestätigt. Nicht zuletzt aufgrund der Aussage des Zeugen Berlen hier zu guter Letzt. Und diese Aussage passt sich ja ganz wunderbar ein in die Wahrnehmungen der Tochter, von der sie hier berichtet hatte. Und auch die ganzen Indizien, die wir letztlich in der Mansardenwohnung vorgefunden haben. Der vermeintliche Tod des Ehemanns führte dazu, dass die Versicherungssumme zu Unrecht ausgeschüttet wurde. Wir reden von einer sehr hohen Summe und haben hier leider nur ein, ich kann es so erraten, irgendwie gequältes Geständnis am Schluss, in dem Sie zumindest nicht dementiert haben, was Ihr Mann da sagt und ab und zu mit ihm in den Dialog treten wollten. Aber so ganz klar ist es mir nicht geworden, was Sie uns da sagen wollten. Keine Vorstrafen, das sehe ich noch positiv, aber bei dieser hohen Schadenssumme haben wir, denke ich, ein ganz großes Problem. Ich sehe nicht, wo da eine vernünftige Strafmilderung herkommen soll. Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Wir haben uns doch geliebt. Wie konnte das nur passieren zwischen uns? In dieser Aussage meiner Mandantin steckt erstens ein Geständnis, aber es kommt mit dieser Aussage auch ehrliches Entsetzen über sich selbst, Einsicht und Reue zum Ausdruck. Herr Berlen, während Ihr Leben seit Ihrem Untertauchen bereits ein Gefängnis war, Sie haben uns das ja hier sehr eindrucksvoll geschildert, so wird das für meine Mandantin, fürchte ich, eine fast unvermeidbare neue Erfahrung werden. Ich denke, mit Blick auf das, was sie gesagt hat, was ich als Geständnis werte, und mit Blick darauf, dass sie bisher ein absolut straffreies Leben geführt hat, beantrage ich als Tat und Schuld angemessen eine 3-jährige Freiheitsstrafe, also deutlich unter dem, was der Herr Staatsanwalt möchte. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Berlen, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben jetzt noch mal die letzte Gelegenheit, etwas zu sagen. Nein, es tut mir leid. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Kirsten Berlen ist schuldig des gemeinschaftlichen Betruges in einem besonders schweren Fall, § 263 Absatz 1, Absatz 3, Nummer 2, erste Alternative und 25 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 8 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Bremerhaven vom 10.11.2008 wird wieder in Vollzug gesetzt.
Betrug in besonders schwerem Fall, da sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren vor. Ein solcher liegt auf jeden Fall vor, nachdem der Schaden, der Vermögensschaden hier doch ganz beträchtlich war. Ihr Geständnis, wenn man es überhaupt ein solches nennen darf, war allerhöchstens ein Geständnis dritter Klasse. Sie haben nämlich einfach am Ende nicht mehr bestritten, als ihr Mann alles gestanden hat. Und was hätten Sie denn sonst noch tun sollen in der Situation? Auf der anderen Seite, Sie haben Ihre Tochter getäuscht. Sie haben ja auch Ihren Mann und Mittäter dann später noch hintergangen. Ich glaube nicht, dass Sie an seinem Tötungsversuch beteiligt waren, aber immerhin hintergangen haben Sie. Der Schaden ist groß, eine starke kriminelle Energie. Über mehr als ein Jahr hinweg haben Sie gezeigt. Deshalb sind wir deutlich näher am Antrag des Herrn Staatsanwalts als an dem Ihres Verteidigers geblieben. Etwas unter Ihrem Antrag, trotzdem, Herr Staatsanwalt, weil wir es einfach noch als Geständnis gewertet haben, wenn auch dritter Klasse. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja. Geld allein hat noch nie jemanden reich gemacht. Nie ist es besser bewiesen worden als in diesem Fall. Alle sozialen Kontakte sind weggebrochen. Sie haben selbst gesagt, Sie haben Ihre Tochter verloren, glaube ich, gerade eben. Die Freiheit sowieso. Und die Ehe ist zerstört durch Misstrauen und Verrat. Aber das hätten Sie eigentlich im Voraus wissen können. Denn erstens schon Aristoteles, und ich meine nicht den großen Philosophen, sondern Aristoteles Onassis, und der musste ja wirklich wissen, hat gesagt, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit viel Geld. Und zum Zweiten haben Sie ganz offensichtlich die besondere Beziehung Ihrer Frau zum Geld völlig unterschätzt. Schließlich ist Geld oft das Einzige, was eine Frau für sich behalten kann. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Berl, nicht, dass Sie uns wieder verschollen gehen. Sie sind vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht des gemeinschaftlichen Betrugs und natürlich Fluchtgefahr. Sie nehmen ihn bitte mit. Ja, danke schön. Danke. Nehmen Sie mal Ihre Jacke und Ihre Tasche mit. Kommen Sie wieder raus. Johann Aucht wurde wegen versuchten Mordes und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Heiko Berlen wurde wegen gemeinschaftlichen Betruges in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt.